Ja, erstmal Riesenkompliment an die Mannschaft. Hat immer an sich geglaubt, auch nach dem zwischenzeitlichen 1:1, kurz nach der Pause, wo man vielleicht nicht so ganz so hellwach war, hat man doch schnell wieder das Zepter dann in die Hand genommen. Und ich denke, unterm Strich, hört sich natürlich hoch an, der Sieg, aber ich glaube nicht unverdient, auch in der Höhe. Wir hatten erste Halbzeit, hatten wir schon zwei, drei gute Möglichkeiten, da müssen wir wahrscheinlich schon früher in Führung gehen, machen es halt nicht. Und ja, so hält man die Gegner mal im Spiel. Und ich glaube, erste Halbzeit hatten sie nicht einen Torschuss. Wir müssen diese tiefen Bälle unterbinden, weil sie auch mit Geschwindigkeit unterwegs sind, mit Georg Mahut vorne und auf den Außenbahnen halt mit dem Jahnke. Auch Spieler, die Qualität haben und auch immer einen Turm machen können, und das haben sie wirklich eigentlich gut wegverteidigt. Ja, also ist ja nach wie vor eine Schwäche von uns. Also wir kreieren ja Chancen eigentlich en masse, und dass wir heute 5 gemacht haben, freut mich sehr für die Truppe. Wir lassen nach wie vor zu viel liegen. Es ist jetzt natürlich, jetzt hört sich immer aus der Stehen an, das ist ja immer noch auf hohem Niveau. Aber es ist wirklich so. Und das ist das Problem, was wir die ganze Saison eigentlich schon haben. Das rächt sich gegen Mannschaften. Wenn du dann wirklich mal nicht nochmal einen nachlegst, dann kriegst du ein Tor. Ja, dann hast du wieder so ein Stück weit Verunsicherung, die man eigentlich gar nicht haben muss, weil eigentlich steckt ja so viel Qualität in der Mannschaft. Umso schöner, dass wir heute wirklich 5-mal getroffen haben. Freut es mich auch. Der macht ja immer viel und ackert und manchmal auch ein bisschen glücklos, auch in den letzten Spielen. Er merkt halt auch, dass er jetzt nicht mehr so der unbedingte der Torjäger vom TuS ist, was auch gut so ist, dass die Last auf alle anderen Schultern verteilt wird. Hat mich auch für Danny Duraco gefreut, dass er ein Tor macht. Ja, er hat auch immer Riesenmöglichkeiten, und ja, in letzter Instanz trifft er dann das Tor doch nicht oder macht die Bude nicht. Ja, unterm Strich kann man mehr als zufrieden sein. Also überragendes Ergebnis, tolles Spiel. Doch, muss man sogar so bezeichnen, ne? Auch wenn man am Ende jetzt die Gegentore kassiert. Erstmal Glückwunsch an TuS, die von der ersten Minute an dieses Spiel gewinnen wollten. Und auch, wenn man das Eckenverhältnis schon alleine sieht, ne? Also das Ergebnis geht am Ende jetzt auch in Ordnung. Und was wir eigentlich ganz gesagt haben, ne? Sind halt einfach erfahrener, cleverer. Ne? Da war natürlich im Spitzenspiel auch jemand, der das Spiel dass ein Spitzenmann so ein Spiel leitet. Ne? Aber naja, gut, das ist ein anderes Paar Schuhe. An dem lag es heute nicht nur. Aber wie gesagt, ich muss auf meine Mannschaft achten. Ich habe ja leider keinen Schiedsrichterschein. Einen Trainerschein habe ich noch. Und deshalb kann ich nur sagen, dass wir das heute einfach katastrophal gemacht haben. Ne? Also alles, was wir uns vorgenommen haben, hat nicht geklappt. Ne? Wir hatten eine Torchance, also höchstens zwei. Und dann machen wir, also effektiv waren wir vorne, aber auch hinten haben wir einfach zu viel zugelassen. Ne? Wir wussten genau, wie der Gegner agiert. Aber wir sind halt cleverer. Ne? Da kommt ein Schubser, sie schreien, lassen sich fallen und schreien, ohne jetzt Tuss einen Vorwurf zu machen. Im Gegenteil, ich wünsche, dass meine Mannschaft mal so clever wäre. Da kann ich schon den Hut vorziehen. Das, was ich eingangs gesagt hatte, Thema Erfahrung. Und in allen Belangen war heute Tuss besser als wir. Was haben Sie in der Halbzeitpause den Jungs gesagt, weil ja doch mehr Leben drin war, zumindest bis zum erneuten Rückstand? Ja genau, ich denke auch, dass wir dafür, was uns auszeichnet, ne? Leben in der Mannschaft. Ne? In der ersten Halbzeit haben wir eigentlich kaum was gemacht. Ne? Also von der Stimmung her war es eine Katastrophe. Da muss ich mir als Trainer auch die Schuhe anziehen. Ne? Also wenn man das vorher nicht schafft, dass die Mannschaft lebt auf dem Platz, dann ist der Trainer mit schuld, definitiv. In der zweiten Halbzeit wollten wir das, wir hatten bisher immer gute zweiten Halbzeiten, das wollten wir dann auch an den Platz bringen, machen Ausgleichstreffer, kassieren dann ein Freistoßtor, ja, der nicht reingehen darf. Und von daher ist dann alles wieder umsonst gewesen. Aber ich finde, insgesamt haben wir uns zu wenig gewehrt heute. Na, und wie gesagt, da mache ich mir den Vorwurf, weil wenn die Mannschaft das nicht auf den Platz bringt, was ich mir wünsche oder vorher, was wir vorher besprechen, dann ist es die Schuld des Trainers. Ich könnte jetzt sagen, lieber einmal 5-1 verlieren als 5-1-0. Ne? Das sage ich jetzt hiermit und hoffe, dass es bei dem einen Mal auch so bleibt.